hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt genauso wie ich Bock mal wieder auf ein Unboxing-Video. Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber heute am Samstag, dem 27. Juli, gibt es einen wirklich guten Grund bei Hofer Österreich, dem Aldi Süd hier in Österreich. Und ja, es ist eine 8er Craft Beer Box und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. So schaut sie aus. 13,99 €, das heißt bei 8 Bieren, die da drin sind, deutlich unter 2 Euro pro Flasche. Und ja, die schlechte Nachricht für alle Aldi Süd Kunden bzw. auch Aldi Schweiz Kunden, kriegt ihr nicht, ist in Österreich. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass diese Box doch nicht nur aus österreichischen Bieren besteht, aber doch einen sehr spürbaren österreichischen Bezug hat. Und was das im Detail ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, was ihr da für euer Geld heute bekommen könnt. Und ich glaube, bei dem Preis wird das nicht lange verfügbar sein. Es ist von Lontium aus Kärnten, das Austrian Amber, ein Wiener Lager. Wirklich ein, ich glaube auch, muss mich jetzt kurz überlegen, aber das ist ein Bier, was doch die eine oder andere Prämierung abgestaubt hat, wenn mich nicht richtig erinnere. Ich behaupte jetzt mal European Beer Star bzw. World Beer Award, aber irgendwas haben die Jungs aus Kötschach Mountain mit diesem Bier, glaube ich, das war eins der ersten österreichischen prämierten Biere international, soviel ich mich erinnere. Dann von Steamworks, Killer Cucumber Ale, auch ein Bier, was hier schon am Kanal des Öfteren mal erwähnt wurde und wo ich auch mit Eli mal drüber gesprochen habe. Tolles Ale mit Gurke, 4,7 Volumenprozent, was richtig schön leicht ist, auch für den Sommer. Ich glaube, das ist was, was man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man das noch nicht kennt. Bier mit Gurke mag auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck sehr außergewöhnlich und doch eher klingen, macht aber richtig viel Lust, dieses Bier. Bei einem Bier, wo ich mir ganz sicher bin, dass es schon European Beer Star bekommen hat und steht auch auf dem Etikett drauf, ist das Rieder IPA, auch ein gern gesehener Gast und häufig gesehener Gast in diversen Boxen, die ich hier schon ausgepackt habe. Aber es ist immer ein Bier, was mich wieder freut, aus Oberösterreich, aus der Rieder Brauerei, eines der ersten in Österreich kommerziell gebrauten IPAs. Dann, was haben wir denn hier? Das kenne ich jetzt noch nicht. Oproer Brewery Refuse Resist, 8,5 Volumenprozent, das ist also etwas kräftigeres. Aus Holland, aus Utrecht kommt das Oproer Brewing und das ist ein Imperial IPA. Also auch für mich ist was Neues drin, sollten wir dann demnächst mal hier auf den Kanal bringen. Ein holländisches Bier, Imperial IPA. Oh, das ist ein Bier, da würde ich sagen, das hat, ja, wie soll ich sagen, das hat European Beer Stars in rauer Menge verdient. Ich weiß nicht, ne, gekriegt hat das, glaube ich, noch keins. Die schwarze Tinte von Martin Seidel, also wirklich ein tolles Projekt, angefangen als Kollaboration zusammen mit der Tölzer Mühlfeld Brauerei, jetzt zusammen mit Hopfenkopf, ein Infused Stout, wie es jetzt hier heißt. Und ja, ist ein wirklich, wirklich spannendes Bier und diejenigen von euch, die sich demnächst in Amerika rumtreiben, an Weihnachten wird dieses Bier auch in Amerika zu haben sein. Richtig, richtig geile Geschichte, kriegen wir dann aber in der Weihnachtszeit nochmal hier am Kanal. Dann, das sehe ich schon oben am Kronkorken, Störtebeker Atlantic Ale, ein wahrer Klassiker, ein ja, obergäriges helles Ale aus der Störtebeker Brauerei und ja, ich kann nur sagen, das ist ein wirklicher Craft Beer Klassiker aus Deutschland und jetzt kommt noch eine Brauerei, die muss ich mal schauen, dass ich die bald mal besuche, kann Chief Poking Fire, das ist von Pravda aus Lviv in der Ukraine und ich kenne die ukrainische Bierszene leider viel zu wenig und hatte das Vergnügen, letzten Oktober, glaube ich, war das, mit dem Braumeister mal persönlich in Salzburg zu sprechen. Da haben wir uns zufällig getroffen und das hat so richtig Lust auf einen Besuch gemacht und ich werde das nachholen. Nicht nur, weil mich das Bier interessiert, sondern weil mich überhaupt auch die Ukraine interessiert. War ich noch nie, muss ich mal hin.
So, was haben wir denn hier noch zum Abschluss? Die blau-weiße, ja, kann ich ohne Umschlagen sagen, ist im Augenblick eins meiner Lieblings-Weißbiere. Und von der Hohentanner Brauerei aus der Craft-Bier-Linie von denen ist ein ganz tolles gemachtes Weißbier. Macht richtig viel Spaß. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich von diesem Bier mal wieder eine Flasche in meinen Kühlschrank schieben kann. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir so das Line-Up hier anschaue, es ist, glaube ich, eine der bestbesetzten Boxen, die Hofer je gehabt hat. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal nicht auch gesagt habe, aber ich glaube, auch dieses Mal stimmt es wieder. Man hat da nochmal eine Schippe draufgelegt und richtig, richtig schöne Biere zusammengezaubert, die man zum Teil in Österreich bekommt, die man aber auch zum Teil nicht bekommt oder schwierig bekommt. Und ich glaube, 14 Euro, 13,99 sind an diesem Wochenende, beziehungsweise wenn ihr noch Glück habt, Montag, Dienstag, ich glaube, dann wird es vermutlich wirklich schwierig werden, diese Box zu kriegen, gut investiert. Ich werde das jetzt alles wieder einpacken, in meinen Kühlschrank tun und habt dann ein schönes Wochenende. Selbiges wünsche ich euch auch. Vergesst nicht, vielleicht heute mal bei den Otterkringer Bierkulturwochen vorbeizuschauen. Ist der Christian Müller von Hanscraft da. Und wie gesagt, legt euch so eine Box zu, stellt sie in den Kühlschrank. Und der Sonntag-Grillabend, der ist dann gerettet. Sag danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns nicht wieder. Erst am Montag beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.